Dachstuhl in Flammen, lautete die Einsatzmeldung für die Uelzener Feuerwehr in den Nachmittagsstunden. Als die Kameraden vor Ort sind, brennt das Wohnhaus in Westerweihe bereits in voller Ausdehnung. Zahlreiche Brandbekämpfer aus Uelzen sind im Einsatz. Was die Brandursache war, ist derzeit noch nicht bekannt. Das müssen Ermittler der Kripo Uelzen nach den Löscharbeiten klären. Der Dachstuhl ist komplett abgebrannt, das Wohnhaus bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Der Wohnhausbrand in Westerweihe ist das vierte Großfeuer der vergangenen Tage im Landkreis Uelzen. Aufgrund der auch für die kommenden Tage angesagte Trockenheit ist die Brandserie womöglich noch nicht zu Ende.